Die Corvette C7 hat jetzt schon so eine Art Legendenstatus. Sie hat Elva versohlt, Ferraris vernascht und Astons geschnupft, aber das Konzept Motor vorne, Antrieb hinten und günstiger als die Konkurrenz scheint bei Corvette so ein bisschen an seine Grenzen zu kommen. Generation 8 auf jeden Fall macht alles anders. Ja, sie hat weiterhin 8 Zylinder, aber das war es dann auch schon an Gemeinsamkeiten mit den Vorgängern. Unter der Haube soll ein Biturbo stecken und nur noch 4,2 Liter Hubraum haben. Außerdem verändert sich die Lage des Motors. Das Triebwerk wandert Richtung Heck und damit wird die Corvette zu einem Mittelmotorsportler. Autobild geht davon aus, dass die C8 den Twin-Turbo aus dem Cadillac CT6V unter der Haube haben wird. Der leistet dort 507 bzw. 558 PS, perfekt für die C8. Getriebeseitig wird wohl ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe die Übersetzung sortieren, während eine handgerissene Variante aus Fahrspaßsicht wünschenswert wäre, aber aus Kosten- und Performancegründen zunehmend unwahrscheinlicher wird. Preislich könnte die C8 hierzulande gerade so unter der 100.000-Euro-Marke bleiben, denn die kleinste C7 beginnt aktuell bei 91.450 Euro. Nicht ganz so für jedermann erschwinglich, aber im Vergleich zur Konkurrenz immer noch günstig. Lange müssen wir nicht mehr rätseln, denn das Erscheinungsdatum steht bereits fest. Am 18. Juli 2019 lässt die C8 ihre Camouflagehüllen fallen. So stand es jedenfalls auf einem Versuchsträger geschrieben, mit dem GM-Chefin Mary Barra im Rahmen der New York Auto Show über den Times Square cruiste. Alle Infos gibt's in der aktuellen Autobild Sportscars Juli 2019.